Einen wilden Ritt gab es in der letzten Zeit bei der BYD-Aktie. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile in die BYD-Aktie investiert und du siehst es hier, das hat sich gelohnt. Ich bin vor 2-3 Monaten bin ich da eingestiegen und habe jetzt in dieser Zeit eine Rendite von 43% hingelegt. Und die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen müssen, ist natürlich, in welcher Situation befinden wir uns jetzt gerade? Ist es so ähnlich wie hier, wo wir diese Aufwärtsbewegung hatten und dann jetzt hier so einen Rücksetzer hatten und es danach jetzt unglaublich wieder abverkauft wird? Oder sind wir doch eher in einer Situation, weiß ich nicht, wie jetzt hier zum Beispiel hier, wo wir hier so einen Rücksetzer hatten und es danach total verrückt weiterging? Und das ist genau die Frage, die ich jetzt mit dir einmal klären möchte. Weil wir haben ja gerade große Automobilwoche. Ich habe jetzt ja Porsche und VW jetzt schon in den letzten Tagen immer wieder mal behandelt. Und jetzt heute ist jetzt die BYD-Aktie dran. Morgen geht's mit BMW weiter. Das heißt, wenn du die Automobilaktien auch gerade so spannend findest wie ich, dann lass doch auf jeden Fall mal ein Abo da. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich persönlich kann mich noch nicht so richtig damit anfreunden, ein chinesisches Auto zu kaufen. Aber man muss ganz klar sagen, die Chinesen sind ordentlich auf dem Vormarsch. Die Autos sehen auch immer schicker aus und sie haben sich einiges vorgenommen. Du kannst es hier sehen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat jetzt BYD auf der Paris Motor Show gesagt, also am 14. Oktober, dass sie jetzt den großen Einstieg in Deutschland starten wollen. Und zwar wollen sie das hinbekommen, indem sie vor allem zwischen 25.000 Euro und 30.000 Euro ihre Autos anbieten wollen. Was für Elektroautos im Vergleich jetzt zur deutschen Konkurrenz sehr, sehr günstig ist. Und das ist wirklich die Ausgangssituation, in der wir da gerade sind. Und die Frage ist halt, führt überhaupt ein Weg an chinesischen Elektroautos vorbei, wenn wir über Elektroautos sprechen? Bei BYD hat ja alles mal damit angefangen, dass sie ein Batteriehersteller waren. Und dann haben sie angefangen zu sagen, ja, wir produzieren ja die Batterien, lass uns doch auch noch die Geräte produzieren, wo die Batterien reinkommen. Und inzwischen sind die Geräte, wo die Batterien reinkommen, keine Walkmans mehr oder sowas, sondern inzwischen sind es einfach mal Elektroautos. Ja. Und das ist auch der große Vorteil, den BYD hat. Das teuerste an den Elektroautos von VW und so weiter ist ja der Akku. Ja, und das ist das große Problem, dass die Chinesen, also BYD vor allem, diese Akkus viel günstiger produzieren kann, weil einfach sie keinerlei Kosten haben. Ne? Man nennt das vertikale Strukturen. Das heißt, sie haben halt wirklich die gesamte Wertschöpfungskette in ihren Konzern aufgenommen. Und deswegen können die auch sehr gut kalkulieren. Ja? Also denen gehören von der Lithiummine bis hin zum fertigen Elektroauto einfach jeder Produktionsschritt. Ja? Und das ist einfach der ja, große, große Vorteil, den BYD einfach hat. Und das ist auch der Grund, warum sie in der Lage sind, so unglaublich zu wachsen, wie das gerade abläuft. Das gucken wir uns jetzt gleich auf jeden Fall einmal an. Hier siehst du jetzt gerade noch mal kurz unsere Einstiegsmomente hier unten. Das sind diese grünen Peaks. Ja, also mein Ziel ist ja immer, hier unten reinzukommen. Und das sind so die automatischen Vorschläge aus meinem System, mit denen ich dann versuche, hier diese Tiefpunkte abzupassen. Wenn du die auch haben willst, trag dich einfach einmal kostenlos auf focusinvestor.de ein. Dann schicke ich sie auch dir einfach direkt auf dein Handy. Dann lass uns mal anschauen, was diese extreme Wachstumspolitik des BYD-Konzerns jetzt heißen soll in Zukunft. Hier siehst du erstmal die Performance, die die Aktie bzw. die das Unternehmen in der Vergangenheit hingelegt hat. Du siehst hier in Gelb sehr schön die Größe des Konzerns. In Grün haben wir einmal den Umsatz. In Blau haben wir das Eigenkapital. Dann haben wir in Grün einmal, also hellgrün hier den Cashflow. Und in Lila haben wir den zugehörigen Gewinn. BYD ist schon seit vielen Jahren profitabel. Ja, also die ist ein super geführter Konzern und auch jetzt hier in so Krisenjahren wie 2020 haben sie einfach mal 10 Milliarden Gewinn gemacht. Das heißt, wir haben wirklich einen top gemanagten Konzern. Dazu kommt noch, du siehst es hier, die unglaubliche Umsatzentwicklung, die jetzt hier gerade hingelegt wird. Und jetzt von 2023 nach 2024 sollen wir immerhin ungefähr um ein Sechstel wachsen. Das sind so 17% Wachstum ungefähr. Und in einem ähnlichen Maße soll das auch weitergehen. Ja? Das heißt, es wird auf jeden Fall prognostiziert, dass wir ja ein ziemlich krasses Wachstum in der Zukunft bei BYD sehen werden. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie teuer oder günstig sind wir gerade? Insbesondere, wenn wir uns jetzt diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir ja, dass wir hier diese extreme Aufwärtsbewegung hatten. Nach 2019 ging es richtig rauf. Ja.
Und jetzt aber, je nachdem, wo man das Ganze startet, irgendwie so seit 2021 rum ungefähr, pendeln wir jetzt auf einem sehr hohen Level und diese schöne Aufwärtsbewegung hat erstmal ein Ende gefunden. Und das ist einfach so die etwas problematische Situation, die wir jetzt hier gerade vorliegen haben. Und das, was halt häufig passiert ist, wenn du hier so ein Wachstumsunternehmen hast oder beziehungsweise wenn eine Aktie so stark wächst, dass die einfach ihrem zugrunde liegenden Basiswert komplett wegrennt. Und um das jetzt mal zu überprüfen, wie teuer oder günstig der BYD-Konzern jetzt momentan ist, habe ich dir jetzt hier einfach mal das Kurs-Buchwert-Verhältnis in Rot und das Kurs-Umsatz-Verhältnis in Blau mitgebracht. Ich persönlich denke, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Wert ist, auf den wir gucken sollten bei dem Unternehmen. Und das Spannende ist jetzt, das hier ist dieser extreme Aufstieg, den wir gesehen haben. Ja? Der hier ging von ungefähr 2019 bis 2021. Dort ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,72, also da war es so, dass du quasi für jeden Euro Umsatz nur 72 Cent zahlen musstest, raufgegangen ist bis auf 4. Also dort hatten wir diese Übertreibungssituation. Aber das Interessante, was jetzt halt in den letzten Jahren passiert ist, ist halt, dass die Umsätze gewachsen sind, aber die Aktie eigentlich nicht, ja. Und das führte dazu, dass wir im Tiefpunkt, nämlich hier ungefähr, was war das hier, im Januar 2024, also Anfang des Jahres, waren wir doch tatsächlich wieder bei 0,1. Ja? Und da waren wir sehr nah dran an den 0,7, die wir vorher hatten. Und von dort geht es jetzt gerade so ein bisschen aufwärts. Oder ist es jetzt schon ein bisschen aufwärts gegangen? Aber du siehst, selbst wenn wir jetzt hier diese Hochpunkte, diesen hier zum Beispiel mal nehmen, dort waren wir beim Kursumsatzverhältnis von 1,7. Hier waren wir mal bei 2. Also ich würde mal sagen, 2 ist auf jeden Fall eine konservative Schätzung, wo das Ganze so hingehen könnte. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir sind momentan bei 1,19. Das heißt, wir sind noch deutlich unterhalb dieses Wertes. Das heißt, vom aktuellen Level, um wieder auf 2 hochzukommen, hätten wir momentan ein Wachstumspotenzial ungefähr um 68%. Wenn wir diese 68% einmal eintragen, dann siehst du, würde das quasi einem neuen Höchststand entsprechen bei der BYD-Aktie. Und wenn dann erstmal diese Übertreibung und diese Euphorie ins Rollen gekommen ist, dann könnte es auch sein, dass es noch viel, viel weiter geht. Ich meine, Isaac Newton hat schon gesagt, dass man keine Ahnung haben kann, wo eine wilde Horde Aktionäre einen Aktienkurs hintreiben. Und das ist einfach die Ausgangssituation, die wir haben. Ich habe mir jetzt in den letzten 7 Jahren mal angeschaut, wie teuer oder günstig war die Aktie denn so im historischen Vergleich und wie teuer müsste sie dementsprechend sein. Und das heißt, das müsste eigentlich die durchschnittliche Bewertung sein, die man bei der BYD-Aktie sehen müsste. Einfach aufgrund der Geschäftszahlen, die die aktuelle Prognose so hergibt. So, und das Verrückte ist jetzt, das ist ja die Prognose für 2024. Und 2024 ist ja schon vorbei. Das heißt, eigentlich müsste ich die Prognose für 2025 nehmen. Und dann ist das noch ganz woanders, dieser Chart, ja. Dann sind wir nochmal 20% höher als das. Das heißt, dann haben wir einen fairen Wert, der eher so um die 60 rumliegt. So, und dementsprechend kann man auf jeden Fall sagen, bei BYD könnte noch einiges passieren, ja. Diese fairen Werte einmal so zur Einordnung. Eine normale Bewertung würde bedeuten, dass wir irgendwie zwischen 20 und 80 US-Dollar liegen, ja. Was natürlich, eine normale Bewertung bei BYD wäre zwischen 20 und 80 Euro, ja. Jetzt kann man noch sich darüber streiten, ob Euro gerade so die richtige Währung ist, um sich BYD anzugucken. Aber ich habe jetzt hier gerade den Chart von Lang und Schwarz genommen. Du kannst allerdings natürlich auch den ADR-Chart aus den USA nehmen oder so, aber nur damit wir wissen, wovon wir gerade sprechen. Also zwischen 20 und 80 Euro, dort liegt der Bereich, wo die Aktie sich normalerweise bewegen müsste. Das heißt, normalerweise bedeutet in 2/3 aller Fälle, ja, und nur in einem 1/6 der Fälle liegen wir oben drüber. Das heißt, wir haben so eine 16%ige Wahrscheinlichkeit, oben drüber zu liegen und eine 16%ige Wahrscheinlichkeit, unten drunter zu liegen. Was du hier sehr schön sehen kannst, ist, dass die Aktie auch immer wieder jetzt hier an diesem unteren fairen Wert abgeprallt ist. Ja? Das heißt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass diese fundamentale
fundamentalen Kennzahlen, dass man die im Chart nicht wiederfindet oder so, sondern das sind wirklich häufig halt auch wirklich starke Widerstandsbereiche oder auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, dass es jetzt sinnvoll sein könnte, in die Aktie zu investieren. Und so habe ich das ja hier auch gemacht, als dann hier jetzt meine Vorschläge kamen. Ich glaube, ich bin da so rein. Also das ist die aktuelle Situation. Können wir nochmal kurz überprüfen. Ja, so ungefähr da. Also ich bin ja 44% im Plus, also ein bisschen eher als das habe ich genommen. Dann lass uns jetzt doch mal versuchen, die Frage des Videos zu beantworten. Sind wir jetzt gerade in solch einer Situation wie jetzt hier zum Beispiel? Ja, also so knapp unterhalb von den Höchstständen, die wir damals hatten. Und dann ging es von dort halt so richtig aufwärts, nämlich ungefähr 500%. Gucken wir uns das mal an. Also wenn wir jetzt vom aktuellen Level hochziehen, bis hier oben an die obere Kante, dann reden wir von 150% Potenzial vom aktuellen Level aus. Demnach, ja, haben wir nicht so eine krasse Bewegung, wie wir sie jetzt damals hatten. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass natürlich diese Euphorie, die um die BYD-Aktie entstanden ist, ja dazu führte, dass wir auf ein Kursumsatzverhältnis von unglaublichen 4 gekommen sind, also 4,3. Und wenn wir das wieder machen würden, würde das einem Anstieg um 360% entsprechen, wenn wir die Umsätze konstant lassen. Da diese Aufwärtsbewegung, die jetzt hier stattgefunden hat, aber ja nicht innerhalb von einem Jahr passiert ist, sondern eher innerhalb von 2 Jahren, musst du noch dazu nehmen, dass wir ja noch ein zusätzliches Wachstum um ungefähr 20% pro Jahr haben oder lass uns von mir aus 15% pro Jahr nehmen. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann kommt man auf 470%, die Aktie innerhalb der nächsten 2-3 Jahre zurücklegen könnte. Ja? Also bei dieser Annahme wird davon ausgegangen, dass ein neuer Hype um die BYD-Aktie entsteht und wir wirklich so ein positives Wachstum bekommen, wie das momentan prognostiziert ist, wobei ich das jetzt mit 15%, glaube ich, sogar relativ konservativ geschätzt habe. Demnach spricht vieles dafür, dass wir durchaus in solch einer Aufwärtsbewegung jetzt gerade sein könnten. Und das macht es doch wirklich sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, als nächstes versuchen wir mal noch so ein besseres Feeling für die Bewegung des Aktienkurses von der BYD-Aktie zu bekommen. Das heißt, ich möchte mir mit dir jetzt noch einmal die Saisonalitäten anschauen, die ja so ziemlich, ich sag mal, eine der aussagekräftigsten Indikatoren sind, die wir so haben. Und dazu bin ich jetzt hier wieder in meinem Saisonalitätstool. Das heißt, das hier ist die Saisonalität der letzten 10 Jahre von der BYD-Aktie. So, was können wir sehen? Wir können sehen, dass wir eine sehr starke Bewegung haben, die für gewöhnlich hier in diesem Zeitraum stattfindet. Ja? Das heißt, der geht ungefähr von Anfang Mai bis so Ende November. Ja? Und das ist, denke ich, auf jeden Fall etwas, was wichtig ist, dass wir das so parat haben. Ich habe dir gerade den Chart über die letzten 10 Jahre gezeigt. Das sind übrigens die letzten 22 Jahre. Das heißt, auch hier siehst du diesen Effekt, dass wir diese extreme Aufwärtsbewegung hier drin haben. Das heißt, auch hier siehst du halt diese sehr extreme Bewegung, die wir dort einmal haben. Und diese Aufwärtsbewegung ist jetzt so die Frage, wie man das Ganze misst. Fakt ist auf jeden Fall, irgendwie so Oktober, November rum oder so, tendiert die Aktie dazu, erstmal so ein bisschen bisschen schlapper zu laufen, wenn man so will. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich finde es sehr interessant, dass die BYD-Aktie eine Tendenz dazu hat, in den letzten Monaten des Jahres sehr schlecht zu performen. Ja, wie stark die Tendenz ist, gucken wir uns gleich an. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt erst nochmal die Aufwärtsbewegung an. Also die Aufwärtsbewegung von Anfang des Jahres bis zu dieser Spitze, die so irgendwie so Ende Herbst, Anfang Winter ist, ist es so, dass wir in 2/3 aller Fälle eine positive Rendite hatten bei der Aktie. Mit allerdings sehr, sehr unterschiedlichem Ergebnis. Ja, also in den letzten 10 Jahren hatten wir einmal 400% Rendite im Jahr 2020 und ansonsten waren wir eher so in der Größenordnung so um 100% rum. Und das ist auch so ein bisschen das, was das Problem ist. Diese Saisonalität ist zum Teil stark verschoben, einfach durch diesen extremen Wert, den wir in 2020 hatten. Wenn wir uns die letzten 22 Jahre anschauen, siehst du, gab es zweimal so einen Peak, der so in der Größenordnung 400% war. Und
Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Und nach diesem extremen China-Drawdown, den wir jetzt hatten, ja, also wir haben ja gerade nicht so eine richtige Krise, ja, aber die China-Aktien, die hatten sie und die haben sie auch immer noch, ja. Also der chinesischen Wirtschaft, die struggelt gerade durchaus recht stark, ja, also auf jeden Fall stärker, als das so in den letzten Jahren der Fall war, auch wenn da BYD dran vorbeigegangen ist. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass so eine Art China-Hype oder so jetzt in nächster Zeit entsteht. In gewisser Weise ist der ja schon entstanden. Und das kann durchaus dazu führen, dass diese Krise, diese China-Krise nenne ich sie jetzt einfach mal, die aktuell am Aktienmarkt vorliegt, auch dazu führen wird, dass wir jetzt wieder solch eine extreme Bewegung wie in 2009 nach der Bankenkrise oder halt auch nach unserem 2020-Crash hatten. Und das ist einfach jetzt die Ausgangssituation, in der wir sind. Die durchschnittliche Rendite in diesem, naja, 10-Monats-Zeitraum liegt übrigens bei 27%. Und wenn du in einem positiven Jahr bist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass wir solch eins haben, liegt die durchschnittliche Rendite sogar bei 66% einfach auf diesem Intervall. Und das macht es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Lass uns jetzt aber nochmal anschauen, wie stark ist denn hier dieser negative Effekt, den wir hier haben. Ja, also wie stark, was für ein Rücksetzer, wovon sprechen wir denn da so im Mittel? Und ja, im Durchschnitt reden wir von einem Rücksetzer um 7,7%, also wirklich ein relativ moderater Rücksetzer. In den Fällen, also in den Jahren, wo es schlechter ging oder wo es nach unten gegangen ist in diesem Zeitraum, reden wir von minus 13%. Ja? Und im schlimmsten Fall ging es sogar mal 42% nach unten. Und ja, das ist einfach so die Situation, die wir dort haben. Heißt für mich persönlich, ja, wir haben da eine recht starke Saisonalität mit einer Wahrscheinlichkeit so um die 70%. Also wirklich in 7 von 10 Jahren ging es dort nach unten. Also das ist schon wirklich ziemlich stark, die Saisonalität. Und ich sag mal, auf einen kurzfristigen Anlagehorizont wäre das durchaus etwas, wo man sagen könnte, ja, da könnte man vielleicht sogar drauf setzen. Ja, also wenn du das aufs ganze Jahr rechnest, wäre das eine Rendite, ja, von 48%, wenn du dort auf fallende Kurse setzt. Und ja, das ist natürlich schon ziemlich übel. Und das könnte sich also lohnen, auf solche Bewegungen sich zu positionieren. Mir selbst ist das halt zu stressig. Das heißt, ich gucke halt, dass ich wirklich diese ziemlich langen Bewegungen so gut wie möglich abpasse. Und ja, das ist halt meine Strategie an der Stelle. Heißt aber nicht, dass du jetzt, wenn du kürzere Zeithorizonte handelst, das nicht machen solltest. Ja? Aber für mich ist das jetzt kein Grund zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus aus der Aktie. Wenn du übrigens noch auf der Suche nach einem Broker bist, dann schau dir mal Freedom24 an. Da habe ich ein sehr ausführliches Video zu den Vor- und Nachteilen des Brokers gemacht. Und für Aktien ist der einfach perfekt. Lass uns doch vielleicht diese Aufwärtsbewegung, die wir gerade haben, nochmal kurz ein bisschen genauer anschauen. Dazu zeichne ich dir jetzt hier einmal den 8er Zigzag noch zusätzlich ein und da siehst du jetzt, dass die aktuelle Rücksetzerbewegung, die wir hatten, jetzt gerade so bei minus 15% liegt, ja. Das heißt, ja, das ist durchaus ein ziemlich starker Rücksetzer, würde ich mal sagen, aber du siehst es hier in der Aufwärtsbewegung, die ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile verfolge und wo ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile investiert bin, ist das schon mal vorgekommen, dass wir so um die 15% gefallen sind und das ist jetzt noch nicht wirklich ein Grund, warum man jetzt sagt, okay, diese Aufwärtsbewegung ist jetzt definitiv vorbei. Heißt nicht, dass es jetzt nicht noch weiterfallen kann, auch das wäre für mich durchaus in Ordnung. Dann müsste ich halt schauen, dass ich wieder einen neuen Einstieg bei der BYD-Aktie finde. Lass uns jetzt zum Abschluss noch einmal uns über die Verfassung des Aufwärtstrends unterhalten. Wo stehen wir denn da gerade so? Ja, also du kannst hier meine beiden Trendoszillatoren sehen, die ich immer benutze, um das so ein bisschen mir anzuschauen, okay, wie stark oder schwach sind denn diese Trends gerade? Und ja, was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass hier diese Aufwärtsbewegungen, ja, die finden halt normalerweise immer in Form hier von so Aufwärtsbergen statt, ja, also wenn man sich das hier anschaut, hier die Aufwärtsbewegung, genauer gesagt, diese Aufwärtsbewegungen, die gehen vom Tiefpunkt des Abwärtsberges zum Hochpunkt des Aufwärtsberges, ja, also das ist quasi immer so die Situation, die wir jetzt da haben. Und jetzt hier in dieser Seitwärtsphase, die wir jetzt lange Zeit hatten, kannst du das hier sehen. Du hast hier diese Berge, die haben hier irgendwie ihre Spitze, dann werden die abverkauft und dann gehen sie irgendwann hier über. Ja, und dann hast du hier wieder die nächste Spitze, hier wieder ein Tiefpunkt, da wieder ein Hochpunkt und so weiter. So. Dazu gibt es immer so einen Moment, den ich mir ganz gerne angucke und das ist hier quasi der Moment, wo wir entweder über diese Signallinie herausbrechen oder unter die Signallinie fallen. Ja, also wenn du dir das hier anschaust,
Bei so Spitzenformationen funktioniert das nicht ganz so gut, ja. Aber es ist trotzdem immer so ein ganz guter Hinweis, wann man denn jetzt aus dem Ganzen vielleicht halt auch wieder rausgehen könnte. So, und du kannst jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier diese Aufwärtsbewegung gehabt, ja, die jetzt von diesem Tiefpunkt hier zu dem Hochpunkt geht. Und du siehst auch hier, wir hatten hier schon mal so ein Aufbäumen, dann kam eine kleine Erholung, ja. Und jetzt haben wir hier ein neues Aufbäumen und jetzt kriegen wir gerade wieder eine kleine Erholung, ja, oder wieder eine Erholung, ja. Die große Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, fallen wir jetzt unten durch oder nicht? Bislang muss man sagen, der Aufwärtstrend ist noch voll intakt. So, jetzt gibt es noch ein paar Dinge, die man sich ja fragen kann. Die eine Frage ist, hätte man da oben auch verkaufen können? Hätte man das erkennen können? Naja, man hatte zumindest einen ganz guten Hinweis, ne? Also hier kannst du das sehen. Wir haben sowohl hier als auch dort in der Bewegung, sind wir auf einem ähnlichen Level in dem Trendoszillator umgedreht. Ja? Das heißt, dass es dort teuer war, konnte man durchaus schon, ja, ja, feststellen auf jeden Fall. Und ganz interessant ist auch, dass wir hier so ein ganz typisches Exhaustion Gap hatten, ja, also eine Erschöpfungslücke, also am Ende von der Aufwärtsbewegung haben wir so einen Sprung gehabt und der wurde dann wieder richtig übel abverkauft. Also das passiert durchaus häufiger. So, das, was ich jetzt bei BYD ja sehen möchte, ist aber ja eigentlich sowas hier. Ja? Also ich möchte jetzt ja hier so eine 400-500% Bewegung in den nächsten 2-3 Jahren eigentlich sehen. Und wenn wir uns das dort mal anschauen, wie das hier ist in so einer Aufwärtsbewegung, dann haben wir halt hier auch solche Peaks, ja, die dann hier auch die Hochpunkte abzeichnen. Und dann haben wir immer mal wieder hier so Rücksetzer. Und wenn wir so einen richtig extremen Aufwärtstrend haben, wie jetzt hier, der jetzt hier stattfindet, dann kriegen wir auch hier wirklich sehr extreme Ausschläge, ja. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich halt momentan hoffe, dass wir solch eine ähnliche Situation vielleicht jetzt auch bei der BYD-Aktie bekommen könnten. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal weiter rauszoome und wir uns wirklich mal einen ganz langen Zeitraum angucken, das geht jetzt hier hinten bis 2014, und du dir jetzt einfach mal anschaust, wie diese Bewegung jetzt hier stattgefunden hat, dann siehst du, dass dieser Hochpunkt, den wir hier haben, ne, hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal schon so in dieser Größenordnung war. Das heißt, wir müssen jetzt halt mal schauen, inwieweit sich das jetzt hier entwickelt. Also das, was ich da gerade mache, ist durchaus schon eine eher risikoreiche Aktion. Ja? Also wenn du dir das hier so anschaust, siehst du ja, dass es schon oft so war, dass die Aktie da gedreht ist auf diesem Level, ja? Oder eigentlich ist das der Normalfall, dass wir so bei diesen extremen Bewegungen dann halt erstmal drehen und erstmal eine Rücksetzerbewegung bekommen. Und das, was ich jetzt halt gerade mache, ist, dass ich eigentlich darauf setze, dass wir wieder hier solch eine Übertreibung kriegen, die jetzt aber ehrlich gesagt historisch gesehen eigentlich nur hier einmal vorgekommen ist. In dem anderen Trendoszillator sieht es übrigens ähnlich aus. Ne? Hier kannst du das auch sehen, dass wir hier auch auf einem recht hohen Level gerade sind. Ja, also wir da auch schon öfter mal umgedreht sind. Ne? Jetzt hier zum Beispiel bei der Bewegung hier siehst du, dass wir hier bei so einem Ausschlag, da kam dann erst so eine Erholungsphase und dann kam eine neue Aufwärtsbewegung. Und das ist halt auch das, worauf ich jetzt momentan eigentlich poker, dass wir entweder sowas kriegen wie hier mit so einem Rücksetzer und dann geht es wieder rauf, ja. Und hier dann der nächste Huckel ist dann im Endeffekt, ich sag mal, wirklich die obere Bewegung. Das heißt, die Frage ist halt, das heißt, diese Aufwärtsbewegung, die findet halt normalerweise in so Schüben statt. Und du siehst es hier, wir sind jetzt hier in dieser Aufwärtsbewegung, gerade in dem zweiten Schub. Ja, also hier war Schub 1 mit der Erholungsphase und dann kam Schub 2. Ja, hier hatten wir zum Beispiel auch mal irgendwas so 2 oder 3 so Schübe, ja. Hier die Aufwärtsbewegung, die würde ich sagen, waren auch so 2 so Schübe gewesen. Und da muss man jetzt halt einfach mal gucken, wie das Ganze so weitergeht. Eine Glaskugel habe ich natürlich auch nicht. Wir können uns immer nur ein Bild versuchen zu machen, was so gut wie irgendwie möglich ist. Also das sind so meine Argumente für und gegen die BYD-Aktie. Ich meine, klar, ich bin sicherlich nicht unabhängig, weil ich ja selber investiert bin. Aber das sind gerade so meine Überlegungen dazu. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen, halt auch ein gutes Bild dazu zu kriegen. Wenn du Lust hast, bist du natürlich herzlich eingeladen zu uns in den Investment Club. Immer donnerstags 19 Uhr setzen wir uns zusammen. Auch dazu kannst du dich einfach kostenlos einmal auf focusinvestor.de eintragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach am Donnerstag um 19 Uhr oder im nächsten Video. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.